Von wo kommen eure Männer? Minna. Minja. Minja, ayo Minja. O Zagazik. Sehr Kittir, Kullu, gesehen. Guldi, Agnebeya, Hedda, Ezai, Ja. Magnuna. Gell, ihr habt alle eure ägyptischen Männer und ihr fragt euch, was macht die deutsche Verrückte da in Ägypten? Habe ich ihr gerade gesagt. Halt, Nadja, nicht schon wieder. Ah, echt, ist mir so ein Auge geschenkt zum Geschützen. Ich schmeiße es sofort weg. Das ist Schirk. Sofort wegschmeißen und den Leuten erklären, dass das Haram ist. Tu dir mal bitte, viele machen sich auch Ketten hin oder diese Hände zum Beschützen. Oder wenn du die Kutschen siehst, die sind voller Hände, das ist alles Haram. Oder diese, wenn irgendeiner unter der Kutsche was hängen hat, ein Schuh, ach was weiß ich, irgendein Schrott, das soll auch beschützen. Stell dir vor, ein Schuh soll ein Tier beschützen. Manchmal haben so Babyschuhe Kamele an. Ein Babyschuh soll das Kamel vom bösen Blick beschützen. Das ist doch Bullshit. Nur Allah kann das beschützen. Kein irgendein Stein oder so. Das ist wirklich Gotteslästerung und Schirk nimmt dich sogar, wenn du wirklich daran glaubst, dann ist es auch ein Rausschmiss vom Islam. Allahu alam. Na? Jetzt. Die Sarah Sa Zahra, Salamu alaikum. Und bereitet ihr euch für Eid, inshallah? Du, wir sind vorbereitet. Mein Mann hat sich die. Hi. Hi. Tale Goa, komm rein. Ja, aber die war zu Hause. Abudi. Aber ich. Hol Hadiga Hini. Tale Hina, fast schon. Hawa. Hawa Saim. Und die Saima? Aywa, die Kokos tut heute fasten. Uabudi Saim. Taban für er. Fieber hat er. Taali. Was sa Sachan, Mich viel Machata betati. Oh Gott. Aho, Machata. Gib ihm ein Kissen. Das rote. Jetzt ist er krank, der Kerle. Ich bin gleich, ich krieg's gleich. Mit Jonas im Bett eingeschlafen und mit Coco aufgestanden. So. Mit dem Younes ist sie eingeschlafen und mit der Coco aufgestanden. So ist es. Unafisi Saima? Masha'Allah. Inshallah. Der Abudi Aba tut morgen fasten. Ja, du, bei uns gibt es nichts groß am Eid. Du hast Kleider für Eid, gell? Und Younes, sie weiß gar nicht, machen wir da überhaupt? Enti Amel lips Eid? Sanadi? Ah. Kaman Erb. Also Galam her. Die kriegt eine Ohrfeige, die Nafise will Jeans. Eine breite, Iowa Mumken. Eine breite Jeans. Keine enge. Na gut. Die Mutter hat auch gesagt, ja, die braucht eine Ohrfeige, die Nafise. Wir lachen nur, gell, das ist nicht ernst. Mal liebe Grüße von Anselwa von uns. Ah! Kullu behep enti. Nein, sein. Shukran, shukran, hey, arme Kind. Haram! Mich arme. Jetzt bin ich wieder live. Also, I don't know, warum jetzt auf einmal war die Verbindung weg. Also, Selwa sagt, sie vermisst euch alle. Das ist so typisch ägyptisch. Ich liebe euch auch, ich vermisse euch. Ja, aber sie hat auch sehr viele. Sie kriegt auch immer mal wieder Geschenke von euch und deswegen freut sie sich. Na? Ich schreibe dir privat noch wegen dem Paket für deine Schwägerin. Ah, oh, Yvonne, kann man mal gut, Henna. Salamat, Grüße. Von der Selur. Yvonne, sah. Taberna, anti Arfao. Deluati, mich arf, emta. Frieda ist Single, ist auch gut. Minufeya. Anti Arfa, Minufeya. Ah, Wahed Ragel min Minofeya. Mit Goes, Aywa. Grüße an die liebe. Jeder sagt Grüße. Kullu selim allein die Habibti. Nadja, wie soll dich etwas beschützen, was der Mensch selbst herstellen musste? Oder was sich selbst hergestellt hat? Also, ne? Allah hat das alles hergestellt. Mein Mann kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Ismailia, Kaman. Masha'Allah. Ismaili. Nach Ägypten auswandern als Frau, ja oder eher nein. Bitte gebe uns deine ehrliche Einschätzung, das würde mich sehr interessieren.